Herzlich willkommen zu einem brandneuen Video gemeinsam mit dem lieben Erik hier. Und wir sprechen jetzt in Teil 2, wo es ums Thema CBO, also Kampagnenbudgetoptimierung, geht bei Facebook Ads darüber. Was hast du noch für weitere Vorteile, wenn du Kampagnenbudgetoptimierung nutzt, auf Englisch Campaign Budget Optimization, also CBO abgekürzt? Und was kannst du dort alles nutzen? Ja, Cost-Cap-Kampagnen, Bid-Cap-Kampagnen, generell Gebotswerte, wie sie funktionieren. Und was sind noch weitere Insights, die wir zu CBO-Kampagnen haben, die uns große Erfolge gebracht haben? Darum geht es jetzt hier in Teil 2. Dementsprechend, Erik, schieß los. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst. Yes, dann nochmal herzlich willkommen. Also im letzten Video sind wir schon drauf eingegangen, was eigentlich CBO ist, was der Unterschied ist. Jetzt cool, ist nicht so cool, wird es Pflicht, wird es nicht Pflicht, der ganze Kram. Und die Hauptpunkte waren ja eigentlich, dass im Prinzip CBO-Kampagnen einfach langlebiger sind. Ne? Du kannst mit größeren Kampagnen schalten und hast einfach nicht so viel nervige Arbeit damit. Wenn du nämlich mit größeren Budgets mal spielst oder für mehrere Kunden beispielsweise Facebook-Werbung schaltest, dann soll das nicht sein, dass du 10 Stunden am Tag reinschauen musst, paranoid und hoffst, dass dich irgendwas abraucht. CBO-Kampagnen machen dir das Leben dann ein bisschen einfacher und machen es auch leichter, eben größeres Budget darauf zu spenden quasi. Und ein riesengroßer Vorteil bei CBO-Kampagnen, der kommt aber erst, sage ich mal, zum Spiel, wenn du ein bisschen mehr Geld ausgegeben hast. Deswegen kommt auch ein extra Video zu und nicht im anderen, weil das jetzt kein Vorteil ist, den du von Anfang an hast. Wenn du beispielsweise in deinem Facebook-Ad-Account jetzt schon 10.000 Euro Werbeausgaben hast oder sagen wir mal ab 3.000 Euro aufwärts oder zumindest schon, du optimierst regelmäßig auch Webinar-Leads. Du hast ein Webinar, du möchtest gerne Leads und du hast in dem jetzigen bestehenden Account quasi 100 Leads, 200 Leads, 300 Leads schon oder 100 Verkäufe, sonst was. Ne? Einfach schon mehr Daten schon gesammelt. Was dann Sinn macht, ist eine sogenannte Broad-Kampagne. Und es ist eigentlich super einfach zu erklären und zwar, die hat einfach keine Targetierung, keine Einstellung. Was jetzt erstmal ein bisschen paradox klingt, wenn du sagst normalerweise über Facebook ganz genau, hey, ich will nur die Leute, die an das interessiert sind und an dem, nicht an dem, die sind so alt, die wohnen vielleicht da, die will ich nur mittwochs ansprechen. So ein Kram kann man normalerweise machen. Und man will ja versuchen, okay, spezifisch die Zielgruppe anzusprechen. Warum mache ich denn jetzt eine Kampagne, wo ich das nicht mache? So, und der große Vorteil bei einer CBO-Kampagne, es geht auch bei ABOs, also auf Anzeigengruppenebene, bei CBOs aber ein bisschen besser, weil die einfach ein bisschen stärker optimieren können. Und was da Sinn macht, wenn du genügend Daten hast und dein Pixel, es geht hier immer darum bei Facebook nicht nur um, okay, wie profitabel bin ich? Es geht bei Facebook ganz viel darum, wie viel Daten kriegt mein Pixel? Wie gut sind die Daten, die mein Pixel bekommt? Weil dein Pixel sucht ja letztendlich die Leute raus, die kaufen. Aus den 100 Millionen Leute oder aus den 100.000, 300.000 Leute sucht dein Pixel die 1.000 raus, die kaufen. Je besser dein Pixel weiß, wie die Leute aussehen, das heißt, je mehr Daten er hat, umso besser sucht die Leute raus. Das heißt, umso weniger zahlst du für ein Lead, für ein Telefonat, für ja, ein Verkauf im Prinzip. So, und was jetzt ziemlich cool ist, ist natürlich auch das unter, wenn du beispielsweise den ganzen Dachraum auswählst, haben wir, glaube ich, 43 Millionen oder so, glaube ich, gell? Meine ich jetzt. Deutschland allein sind über 30, wenn du noch Österreich... Ja, ich glaube 43 oder so. Kommt so ja. 40, ja. Auf jeden Fall, ne, und in den 43 Millionen, wenn das ungefähr hinkommt, sind natürlich auch irgendwo deine Kunden, ne, ist klar. Aber wenn du jetzt einfach mit ohne Daten da reinschaltest, komplett, ist es super schwer, Facebook die richtigen Leute rauszusuchen. Wenn jetzt allerdings dein Pixel schon einige Daten gesammelt hat, dann macht es sogar Sinn, mal eine Broad-Kampagne zu schalten, das heißt eine CBO-Kampagne, so nach entweder 3.000 Spend aufwärts oder 150 bis 200 von den Ziel-Events, die du eben haben willst, ob das jetzt Leads oder Käufe sind zum Beispiel, ne, dann macht es Sinn, eine Broad-Kampagne zu schalten, einfach mal die ganze Targetierung rauszulassen. Das heißt, nichts einstellen, nicht das maximal das Land in dem Fall, aber auch teilweise ohne Land kann man das machen. Und was man auch machen kann, man kann dann verschiedene Stufen mal reingehen. Man kann einfach mal eine machen, wo man diesen kleinen Haken bei Ausweitung an, also wo quasi Facebook automatisch Zielgruppe ausweitet, nach bestimmten Daten einfach mal anmacht. Mal schauen, was dann passiert ist. So der erste Schritt. Dann kann man im nächsten Schritt mal das Alter rausmachen, wenn du das vorher eingeschränkt hattest. Einfach mal das Alter rausmachen, mal schauen, was passiert. Du kannst im nächsten Schritt, kannst du mal, wenn du erst auf männlich und ja, weiblich im Prinzip optimiert hast, einfach das mal rausmachen. Man kann so Schritt für Schritt alles rausnehmen, bis man am Schluss bei einer Kampagne gelandet ist, die einfach gar nichts mehr hat. Weder Land ausgewählt, noch Sprache, noch Interessen, noch sonst irgendwas. Und der Pixel hat so viele Daten schon gesammelt, der weiß ganz genau aus all den Leuten,
wo sind die richtigen? Und das sind die schönsten Kampagnen, weil die laufen halt mit unfassbar viel Budget durch, weil, naja, eine riesengroße Zielgruppe, da sind quasi alle Leute drin, die überhaupt irgendwie kaufen könnten, die dann dich irgendwie, ja, ne? Und ein Riesenvorteil ist ja, halt, wie gesagt, dass die halt mit viel mehr Budget, sag ich mal, standhalten, weil die halt, wie gesagt, viel, viel größer sind. Und die nach und nach besser werden und dir nicht abrauchen, weil wie sollen die denn eine Kampagne abrauchen, die 80 Millionen Leute hat und im Prinzip alle, die irgendwie nur jemals bei dir kaufen könnten, sind da drin. Und nach findet die Facebook. Und vorab, die werden nicht direkt von Anfang an besser laufen. Das ist jetzt kein Geheimtipp, den schaltest du einmal an und hast eine Riesenkampagne, die läuft mit 1000 Euro durch und bringt dir Verkäufe wie am Fließband. Das sind aber Sachen, die man nach und nach, je mehr man bei Facebook da lässt, je mehr Daten Facebook sammelt, kann man das mal probieren. Und mit, sage ich mal, je mehr Daten du hast, besser wird die Kampagne. Man kann auch von Anfang an mal eine mitlaufen lassen, mit 10, 15 Euro am Tag mal durchlaufen lassen, dass sie immer mehr Daten sammelt. Die sollte nach und nach immer besser werden. Das ist so ein kleiner Tipp, kann man ganz gerne machen. Wie gesagt, wenn du schon viele Daten hast, viele, viele Kundendaten, viele Lead-Daten, viel Spend auf Facebook, der Pixel kennt die Leute ganz genau, die du eigentlich haben willst, dann macht es mal Sinn, langsam aber sicher ein bisschen offener zu gehen. Also broad nennt sich das bei uns halt, broader, also offener zu gehen. Mal die Ausweitung anzumachen, mal die Targetierung rauszunehmen, mal das Alter rauszunehmen, mal den Standort, mal die Sprache wegzunehmen und so langsam und sicher Facebook mehr Spielraum zu geben, dass vielleicht die in einen ganz anderen Markt anspricht, wo du gar nicht dachtest, dass ein Angebot zieht und es zieht dann doch. Und so kannst du ihm Facebook nach und nach mehr Macht geben. Das ist der Sinn hinter Broad-Kampagnen. So grob erklärt. Macht das Sinn? Ja, ne? Das macht auf jeden Fall Sinn. Sehr cool. Ja, sehr cool. Definitiv. Ich glaube, da gibt es auch jetzt gar nichts hinzuzufügen. Jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, nicht nur CBO-Kampagnen, sondern auch ganz normale Kampagnen mit Kostenbegrenzung zu schalten, auf Englisch Cost Cap, mit einem Gebotswert zu schalten, das heißt Bid Cap, und mit Zielkosten zu schalten, ne? Also Target Cap in dem Sinne. Das sind drei unterschiedliche Gebotsstrategien, die man nutzen kann. Die vierte, die eigentlich jeder nutzt und die standardmäßig eingestellt ist, ist niedrigste Kosten. Das heißt also, du gibst Facebook an, okay, gib alles aus, was ich dir an Tagesbudget gebe. Hol mir einfach nur bitte mein Ergebnis zu den niedrigsten Kosten rein. So, und jetzt haben wir dann natürlich noch Bidcap. Das heißt, du gibst einen Gebotswert an. Du sagst, hey, du bist bereit für ein Ergebnis, Betrag X zu bezahlen. Das heißt, du bist beispielsweise bereit, für ein Lead 10 Euro zu bezahlen. Du bist bereit, für einen Verkauf 200 Euro zu bezahlen. Das gibst du Facebook an. Das hat dann natürlich auch wieder eine Wechselwirkung mit deinem Tagesbudget. Das heißt, dein Tagesbudget sollte im besten Fall natürlich ein bisschen höher sein als das, was du bereit bist, da auch pro Ergebnis zu bezahlen. Dazu kommen wir aber gleich noch dazu. Dann haben wir im Prinzip Cost Cap. Das heißt, du setzt eine Kostenbegrenzung ein. Eine Kostenbegrenzung wäre, dass du sagst, hey, ich will maximal so viel bezahlen. Ne, das ist wieder ein Unterschied zu dem, was du maximal bereit bist zu bieten, zu das will ich maximal an Kosten haben. Ja, das ist wieder ein Unterschied, dazu kommen wir gleich wieder. Genau, das heißt, Cost Cap haben wir haben Bid Cap, wir haben Zielkosten in dem Sinne. Das heißt, du könntest angeben, was willst du durchgängig eigentlich haben als Zielkosten? Ja, also wie viel soll es dich durchgängig kosten. Und das hört sich manchmal, wenn man sich das am Anfang anguckt, denkst du dir, wo ist denn der Unterschied überhaupt? Also macht das überhaupt einen Unterschied? Das klingt doch alles irgendwie gleich. Und dann merkst du natürlich ab dem Punkt, wo du anfängst, mal die verschiedenen Gebotsstrategien zu nutzen, dass in der Art und Weise, wie sie Ergebnisse liefern, wie sie generell Geld ausgeben und spenden, da schon große Unterschiede drin sind. Und natürlich A, großes Fehlerpotenzial drin liegt, Geld einfach nur zu verbrennen. Und natürlich aber auch riesiges Potenzial drin liegt, gegen deine Konkurrenz die Impressionen zu gewinnen. Also das heißt, die mehr Impressionen zu holen zu besseren Preisen und dementsprechend auch die geileren Leads als die anderen Jungs und Mädels. Dazu, Erik, mal von dir jetzt kurz die Erklärung. Cost Cap, Bid Cap, na, Zielkostenanalyse und so weiter. Was nutzt du davon gerne und in welchem Setting nutzt du das Ganze, mal einfach erklärt? Okay, weil das ist nämlich ein ziemlich komplexes Thema, deswegen einfach zu erklären, macht hier, glaube ich, echt viel Sinn. Und zwar grundsätzlich gibt es halt einfach, wie bei allem, was du bei Facebook machst, verschiedene Eintrittspunkte in Algorithmus. Na, stell dir vor, das ist so ein ganz, ganz großes Zahnrad, das dreht sich die ganze Zeit und optimiert auf alles. Das ist der große Facebook-Algorithmus. Und egal, was du machst, hast du immer einen Eintrittspunkt im Algorithmus. Wenn du jetzt eine Anzeige erstellst, Werbekampagne, du wählst ein Ziel aus, du wählst eine Zielgruppe aus und eine Werbeanzeige, gehst da rein mit 5 Euro am Tag. Dann hast du einen Eintrittspunkt im Algorithmus. Und entweder funktioniert gut oder eben nicht. Optimiert dann langsam. Ne? Kommt darauf an, wie er sich da einschmiegt, ob er gerade in die richtige Lücke reinkommt, gut optimiert oder eben nicht. Wenn du jetzt genau das komplett gleiche Ad-Set mit 10 Euro am Tag reinsteckst,
Das ist ein anderen Eintrittspunkt, ein Algorithmus, und die Kampagne optimiert anders und läuft besser oder schlechter. Und genauso ist es halt mit Bidcap, mit Costcap, mit Kostenbegrenzung, die ganzen Dinge, wo es alles gibt, oder auch eben auf niedrigste Conversion, ich glaube niedrigste Conversion-Preise, so heißt es, ja, sowas, du weißt, was ich meine. Niedrigste Kosten, so heißt es. Ach hey. Auch ein anderer Eintrittspunkt in Algorithmus letztendlich. Mehr ist das eigentlich nicht. Und es gibt keine pauschale Antwort darauf, was funktioniert generell am besten. Wir haben verschiedene Nischen, verschiedene Projekte schon gehabt. Da läuft eben eine Bitcap-Kampagne extrem gut. Es gibt Sachen, da läuft es gar nicht. Das sind alles Sachen, die muss man ausprobieren. Aber das macht auch keinen Sinn, wenn du jetzt ein neues Projekt schaltest, einen neuen Werbeaccount hast, nicht viel Spam drauf, keine vielen Pixeldaten. Dann macht es wirklich keinen Sinn, mit Bid und Costcap zu arbeiten, weil du noch überhaupt gar nicht weißt, was kostet dich denn ein Event, ein Lead, ein Kauf. Das sind alles Sachen, die machen immer erst Sinn, wenn du schon viele Daten gesammelt hast. Ähnlich wie eine große Broad-Kampagne macht das Sinn, wenn du die Daten schon hast. Das heißt zum Beispiel, du weißt jetzt, okay, ich habe jetzt schon 100 Verkäufe über den Account erzielt und ich zahle im Schnitt 30 Euro pro Verkauf. Jetzt machst du uns überlegen, okay, wenn ich jetzt weiß, ich zahle overall über alle Sachen, die bis jetzt rausgingen, zahle ich im Schnitt 30 Euro dafür, dass mein Ziel erreicht wird. Jetzt macht Sinn zu überlegen, okay, gehe ich mein Bid und Costcap und versuche mal, das zu unterbieten. Weil im Prinzip weiß Facebook, okay, so und so kriege ich die Leute, die für 30 Euro kaufen. Jetzt kann Facebook sagen, hey, ich will Leute, die, also ich bin bereit, maximal 30 Euro auszugeben für den Verkauf. Und dann optimiert Facebook da drauf. Das kann man schon machen. Jetzt vielleicht mal generell zur Strategie, was mache ich damit, wie arbeite ich damit? Na, weil das ist nochmal eine andere Nummer, weil ganz, ganz viele machen den Fehler, die nutzen das zwar und die wissen auch, wie es generell funktioniert. Ist auch cool, aber die machen den Fehler, die geben halt einfach das Gebot an, was sie so gewohnt sind. Das heißt, wenn sie wissen, ja, ich zahle im Schnitt 30 Euro pro Verkauf, dann nehme ich halt eine Kampagne, gebe der 30 Euro halt maximal Gebot. Ja. Das wird so auch nicht funktionieren, weil du gar nicht weißt, ist das das richtige Gebot, wirst du es auf Dauer auch erreichen. Der Unterschied ist, sage ich mal, die ersten 3 Monate so ein cooles Ding zu erreichen, als auf ein Jahr gesehen zum Beispiel. Was ich ganz gerne mache, ich probiere immer generell erstmal alles aus, also Bidcap, Costcap, nutze ich alle und ich erstelle die jeweils 3-mal. So. Das heißt also, gehen wir von einem Beispiel aus, ich weiß, okay, 100 Verkäufe im Schnitt 30 Euro pro Verkauf. Das ist so mein CPA. Also ne, so viel zahle ich für mein Ziel. Und wir gehen jetzt mal vom Beispiel Bidcap aus, ich mache das für alle anderen genau gleich, das wäre gleich in einem Beispiel. Wir gehen mal vom Bidcap aus, dann mache ich eine Kampagne, wo ich ein bisschen mehr biete als 30 Euro. Da würde ich wahrscheinlich jetzt quasi das quasi Maximalgebot 45 Euro einstellen. Das ist ein bisschen höher. Dann hat es ein bisschen mehr Spielraum Facebook. Die würde ich so live schalten. Gleichzeitig würde ich eine Kampagne machen, also nochmal duplizieren, neue Kampagne und würde genau das Gebot geben, was ich eigentlich kenne. 30 Euro. Dann habe ich eins höher und eins gleich. Und dann würde ich auch eine machen mit einem niedrigeren Gebot. Vielleicht finde ich ja noch bessere Leute als das. Würde der dann zum Beispiel wie 20 Euro geben oder 25 Euro von mir aus. Sowas in dem Dreh. Hätte ich eine mit 20 bis 25 Euro, eine mit 30, was mein, ja, sag ich mal, gewohnter Wert ist und eine mit ein bisschen mehr. Dann habe ich 3 verschiedene. Und wenn man logisch nachdenkt, denkt man, ja gut, dann wird wahrscheinlich die mit dem niedrigsten Gebot automatisch bessere Ergebnisse bringen. Logisch, weil ich zahle weniger. Ist nicht immer der Fall. Ganz, ganz oft bringen die mit dem höheren Gebot sogar bessere Ergebnisse. Und das weißt du vorher nicht. Deswegen erstelle ich immer 3 Stück, dass sie ein bisschen Spielraum haben. Eine mit dem höheren Gebot, eine mit dem gleichen Gebot, eine mit einem etwas tieferen Gebot. Und lass Facebook einfach mal durchsuchen, wo findet sie am besten Leute. Weil es heißt nicht, wenn du sagst, hey, ich biete 30 Euro, dass du auch Verkäufe für 30 Euro bekommst. Und nicht teurer und nicht günstiger. Das heißt, du bietest nur maximal 30 Euro. Was viele nicht verstehen, ist, wie Facebook eigentlich funktioniert. Da wollen wir uns nicht zu tief drauf einsteigen, das sitzen wir in den 3 Stunden hier. Aber Facebook ist einfach im Prinzip ein Auktionshaus. Es wird rund um die Uhr in Millisekunden Echtzeit durcheinander durchgeboten. Wer eben das Gebot gewinnt oder die Auktion gewinnt, der kriegt dann den Lead, den Verkauf oder eben den Klick oder im Prinzip die Impression. Und das heißt nicht, dass du rund um die Uhr nur für 30 Euro im Verkauf erzielen kannst. Das heißt, dass du zu dem Zeitpunkt, wo der Verkauf zustande kam, nur so viel geboten hast und deswegen den Verkauf bekommen hast. Das heißt, wenn du dem Ding ein bisschen mehr Spielraum gibst, dann, hey, pass auf, ich biete maximal 45 Euro, kann es sein, dass du regelmäßiger Verkäufe erzielst, weil du generell bei mehr Auktionen einsteigst. Wenn das gerade Sinn macht, was ich gerade sage, ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ja. Aber stell dir so vor, es ist ein Live-Auktionshaus in Millisekunden Echtzeit rund um die Uhr. 24/7 wird da geboten auf alles, auf Impressionen, auf Klicks, auf Leads, auf Kosten, auf, ja, alles. Und umso mehr Spielraum du Facebook gibst, kann es passieren, dass die gerne bei mehr Auktionen reingehen. Gleichzeitig kann es passieren, wenn du es ein bisschen runterschraubst und eben niedriger schaltest, dass die dann auch eher der Auktion gewinnen. Das ist die Sache, deswegen teste ich mal ganz gerne 3 Variationen. Eine mit dem Wert, den ich gewohnt bin, eine höher, eine tiefer. Und das mache ich bei Bidcap, bei Costcap, bei allen Varianten, wo ich das einstellen kann eben so. Und dann hast du einen ganz, ganz guten Wert. Macht aber auch nur Sinn, wenn du wirklich schon Daten gesammelt hast und kennst deine Werte. Weil nach den ersten 3 Verkäufen kennst du den Wert nämlich nicht. Du kennst den Wert, wenn es mal seit 4, 5, 6, 7, 8 Wochen durchläuft, du kennst konstanten Wert, hast mal so 50 bis 100 eher mehr quasi Daten gesammelt, sei es jetzt Leads, Kontakte, sei es jetzt Verkäufe, ne?
und du siehst, okay, das ist mein normaler Ziel CPA und dann gehe ich da drauf. Ich kann dazu gerade ein Beispiel zeigen. Gerne. Ich habe nebenbei mal geöffnet. Also ich zeige euch mal hier erstmal, wie das Ganze aussieht. Das heißt, wenn du hier beispielsweise drin bist, im Werbeanzeigenmanager, na, und du wählst jetzt beispielsweise Conversions aus, sagen wir mal, du wählst eine CBO-Kampagne aus und dann kannst du hier die Gebotsstrategie für die Kampagne auswählen. Die ist immer standardmäßig bei allen auf niedrigste Kosten gesetzt. So, und dann kommen eben die Sachen, von denen wir jetzt gerade sprechen, das ist Cost Cap, also Kostenbegrenzung in dem Sinne. Ja. Hier unten haben wir dann noch Bid Cap, das wäre Gebotsbegrenzung und in dem Sinne Target Costs, das heißt Zielkosten. Ja. So, und jetzt habe ich ein Beispiel für Bid Cap eben, weil ich habe die besten Erfahrungen mit Bid Cap Kampagnen gemacht. Ich habe an sich gemischte Erfahrungen mit Cost Cap Kampagnen gemacht, also das heißt, die liefen mal gut, mal liefen die nicht so gut, aber die besten tatsächlich mit Gebotsbegrenzung, also das heißt Bid Cap. Was habe ich hier jetzt offen? Hier siehst du eine CBO Bid Cap Kampagne. Da hatte ich dreimal dieselbe Anzeigengruppe gehabt. Das Einzige, was sich unterschieden hat, war das Visual. Also es war dreimal dasselbe Video gewesen, bloß drei verschiedene Texte auf dieselben Zielgruppen. So, das heißt, ich habe hier einmal die Optimierung des Kampagnenbudgets angehabt. 62 Euro am Tag habe ich hier gespendet, 62,87. Warum 62,87? Einfach aus dem Hintergrund, so wie es Erik gerade schon gesagt hat. Ich hatte hier im Prinzip eine Kampagne. Ja, müssen wir hier kurz nach dem Budget schauen. So, müssen wir mal durchgehen einmal. Das Budget waren hier 15,70 Euro. Ja. So, warum 15,70? Weil mein normaler Wert, den ich für ein Lead bezahle im Schnitt, lag ungefähr bei 5 bis 7 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, gut, komm, setzt du einfach mal ein bisschen höher an. Also habe ich einmal eine Anzeigengruppe mit 15,70 Euro dann angesetzt. Dann habe ich eine andere Anzeigengruppe, das ist die hier unten mit 10,70 Euro angesetzt. Also das heißt, das war eigentlich die, von der ich weiß, okay, für 10,70 Euro kriege ich auf jeden Fall ein Lead. Dann die war etwas höher mit 15,70 Euro und dann habe ich eine mit einem deutlich höheren Gebot platziert und zwar mit 20,70 Euro. Warum? Weil ich A, das Geld habe, um das zu machen und B, einfach wissen wollte, was passiert. Weil wenn du einfach ein bisschen mehr Budget zum Spielen hast, dann knallt es einfach auch ein bisschen mehr, als wenn du halt immer wirklich gucken musst, oh, was mache ich hier, was mache ich da. Dann kann Facebook einfach mehr Daten sammeln. So, und das Ergebnis dahinter, das können wir schön hier sehen. Und zwar, dass diese Kampagne hat mir 29 Leads gebracht für 12,39 Euro im Schnitt. Die da hier hat 13 Euro pro Lead gebracht, 13,65 Euro. Und die hat mir hier gar kein Lead gebracht. Das heißt, die habe ich relativ zügig auch wieder ausgestellt gehabt. So, die hatte ich dann auch ausgestellt gehabt, die Kampagne. Muss man gerade gucken, die Laufzeit, ja. Beziehungsweise die, genau, das Adset habe ich dann auch ausgestellt gehabt. Das heißt, es läuft nur noch, dieses Adset läuft hier einmal durch, weil es einfach auch die meisten abgeschlossenen Registrierungen und Verkäufe gebracht hat. Ja, also 29 Leads, 22 davon waren im Webinar, 8 davon waren auf der Bewerbungsseite, 4 haben sich beworben, 2 haben davon gekauft. Und das ist halt dementsprechend dann geil, wenn du das siehst, bei gerade mal 375 Euro, die hier reingingen. Gut, was ist hier passiert? Na, hier haben wir halt Leads gesammelt, keine Verkäufe oder keine abgeschlossene Registrierung. Deshalb sind die auch rausgeflogen. Das heißt, bei 468 Euro, 2 Verkäufe, a 3.000 Euro, ne, ist das entsprechend schon ein nettes Sümmchen, was da dann zustande kommt. Genau, um das einfach nur mal zu zeigen. Also, was haben wir gemacht? Ich bin hier drauf, habe eine CBO-Kampagne geschalten, bin auf weitere Optionen, habe Gebotsbegrenzung gemacht. So, dann habe ich natürlich durchgerechnet. Wir haben hier einmal 20,70 Euro drin, also lass es 20 Euro sein, 10 Euro sind 30 Euro und dann haben wir nochmal 15 Euro, das heißt, wir haben 45 Euro laufen overall, also 45 Euro an Gebote, die wir im Prinzip platzieren, wo wir sagen, okay, wir sind bereit, das zu zahlen dafür. Und dann habe ich eigentlich einfach nur gedacht, gut, komm, wir hauen hier nochmal ein bisschen Budget on top, damit wir nicht nur immer ein Ergebnis kriegen, sondern dass wir auch 2, 3 am Tag kriegen können im Prinzip. Ja, deshalb habe ich dann da dann auch 17 Euro mehr draufgesetzt, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, ein Lead kostet ungefähr mich zwischen 5 bis 10 Euro. Also habe ich hier im Prinzip in die Gebote 45 Euro, die auf jeden Fall gespendet werden an diesem Tag, je nachdem, wo ich halt das Gebot gewinne. Und dann habe ich noch ein bisschen Puffer, damit noch mehr gespendet werden kann. Weil wenn ich jetzt hier das Tagesbudget auf exakt die Summe setze,
Das ist jetzt meine Logik dahinter, wenn ich das Tagesbudget auf exakt die Summe setze, bei der gesamten CBO-Kampagne, wie ich die Gebote platziere, habe ich ja keinen Spielraum nach oben, sage ich mal, noch mehr Conversions zu kriegen an diesem Tag. Ja? Eben. Und die CBO-Kampagne optimiert ja sowieso schon von alleine und sagt ja sowieso schon von alleine, okay, ich gebe dem mehr Budget als dem oder dem mehr Budget als dem, das habt ihr ja gerade auch gesehen. Nichtsdestotrotz aber will ich halt auch vom Gesamtbudget dann eben die Möglichkeit haben, mehr Conversions kriegen zu können. Deshalb habe ich das, sage ich mal, so eingestellt. Okay, hoffe, es wurde nicht zu komplex für die Leute, die sowieso genauso into it sind wie wir, die wüssten Bescheid, worum es geht. Und das ist ja auch ein Video, um einfach mal so ein bisschen zu zeigen, was gibt es denn alles für Möglichkeiten, weil du Werbung vielfältig betrachten darfst und auch musst, vor allem wenn du halt wirklich tausende Euros am Tag ausgibst, ja, oder investierst beispielsweise. Das ist halt einfach wichtig, das dann auch mal so aus der Warte halt einfach zu betrachten. So, genau, weil wenn wir uns beispielsweise jetzt mal hier die letzten, ja, genau, wenn wir uns halt angucken, beispielsweise in diesem Werbekonto, was ich hier allein offen habe, ja, haben wir halt allein in den letzten 30 Tagen halt über 10.000 Euro investiert. Das heißt, es sind konstant 300 Euro am Tag Minimum, die allein nur durch dieses Werbekonto hier laufen, was ich gerade gezeigt habe. Und zahlreiche andere Werbekonten, durch die ebenfalls jeweils 300 bis 1.000 Euro laufen. YouTube läuft noch einen Haufen durch. Genau, und dann kommt man halt einfach darauf, Werbung von verschiedenen Richtungen zu betrachten und verschiedene Sachen zu testen, um halt entsprechend andere Ergebnisse zu kriegen oder bessere Ergebnisse zu kriegen. Ich spiele den Ball wieder zurück zu dir, Erik. Was hast du dazu noch zu ergänzen? Ehrlich gesagt ziemlich wenig, weil da war eigentlich ziemlich alles dabei, was Sinn macht in dem Sinne. Es ist einfach wieder dieses Grundverständnis, okay, was will Facebook eigentlich, ne? Muss man wieder verstehen, wie sieht Facebook das? Was sagst du Facebook, wenn du denen jetzt genau das Budget gibst, was du als Gebot eingestellt hast, dann hast du einfach keinen Spielraum. Facebook mag es null, in die Enge gedrängt zu werden. Du musst ihm mehr Freiraum geben, gib dir ein bisschen Spielraum, lass es ein bisschen arbeiten, weil es wird, wenn du jetzt 100 Euro am Tag einstellst, werden nicht jeden Tag 100 Euro ausgegeben. Es gibt einen Tag 103 Euro, es gibt einen Tag 87 nur. Die werden nicht ausgegeben. So, und wenn du dem, stell dir mal vor, du sagst zu Facebook, schau mal, ich hätte ganz gerne Leads, die kosten im Schnitt 10 Euro, ich gebe dir nur 5 Euro am Tag. Ja, dann sieht, auf der anderen Seite sitzt Facebook und denkt sich, okay, warte mal, ich soll dir 10 Euro Leads bringen, du gibst mir 5. Hä? Das macht aber keinen Sinn. Du musst verstehen, wie Facebook arbeitet. Und du sagst, ey, schau mal, ich hätte ganz gerne 10 Euro Leads, hier ist irgendwie 20, 30 Euro am Tag, mach mal. Dann hat Facebook, oh, okay, easy, ich habe genug Spielraum. Dann kannst du anfangen zu arbeiten, kannst anfangen zu suchen. Und dann macht das viel mehr Sinn. Verstehe, wie Facebook funktioniert, wenn du an dem Punkt bist, wo du die Daten gesammelt hast. Einfach mal ein bisschen rumprobieren, ein bisschen spielen, Sachen ausprobieren, Sachen testen und nicht jedes Geld, was nicht direkt wieder dreifach zurückkommt, als verloren ansehen. Weil es ist ein Riesenunterschied, wenn man Sachen lernt und das bewusst lernt, nicht direkt denkt, oh scheiße, 100 Euro verbrannt. Nee, du hast genau verstanden, okay, so läuft eine Bitcap-Kampagne anscheinend nicht oder für das Offer geht Bitcap nicht. Okay, habe ich gelernt, ist cool. Nicht immer jeden Cent, der mal verloren geht bei Facebook als, ja, verloren ansehen. Es ist ein Learning, ein Riesenalgorithmus, das wird dir später 100.000-fach wieder zurückkommen. Von daher, probieren, sammel Daten, je mehr Daten du hast, desto mehr darfst du spielfreudig werden, desto mehr darfst du anfangen zu probieren, desto mehr darfst du mal die Targetierung aufheben, mal schauen, okay, wie kann ich es machen und gib Facebook Spielraum, nicht panisch draufschauen, dreimal am Tag, das bringt dir ganz und gar nichts, schau einmal am Tag drauf, hab die Zahlen im Blick, dann machst du wieder aus, mach dich am Tag auch ein bisschen entspannter und dann bist du gut to go. So ist es. An der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, wo auch immer. Wenn es dir gefallen hat, Lass ein Like da, kommentier es und teile es mit jemandem, der es unbedingt sehen muss. Und falls du noch nicht in der CBO Mastery dabei bist, wo wir genau über sowas über 7 Stunden lang im Detail sprechen und zeigen. Mal eine 4 Stunden Skalierungskontent, glaube ich, drin oder 4,5 Stunden, glaube ich. Genau, dann findest du unten den Link oder gehst auf cbomastery.de/los und sicherst dir einfach mal die CBO Mastery für nur 97 Euro. An der Stelle, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Viel Spaß, viel Erfolg beim Umsetzen. Dein Nick und Erik, bis dann. Ciao. Mach's gut. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst.